Olli, 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 Ola, die Iren, die sind wieder da. Olli, 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 Ola, mit ihrem Trainerstar. Taika! Ja, da bin ich wieder. Ich bin so begeistert, dass ich jetzt einfach mich nur noch freue auf dieses letzte Spiel gegen RB Leipzig. Denn das heißt, letztes Saisonspiel. Und damit auch Feier für die Meisterschaft hier für UCD, AFC. Aber muss ich jetzt erstmal noch Benson rauswerfen. Leider Gottes ist der Mann halt leider gelb gesperrt und darf nicht mit. Deshalb machen wir hier mal den Douglas darf mit. Ah, nee, komm. Selke, auch wenn er verletzt. Selke, auch wenn er verletzt ist, darf mit. Er darf mit. Eigentlich will ich alle mitnehmen. Egal, Douglas kommt mit. Ich muss ja auch ein bisschen dran denken, dass ich da ein bisschen verletzte Männer habe. Obwohl, ja, passt schon, die dürfen so spielen. Von daher machen wir jetzt mal gleich weiter hier im Programm RB Leipzig. Was ist denn jetzt schon wieder? Welchen da noch? Welchen da? Ach ja, Crow. Ja gut, dafür darf jetzt Selke mit. Benson ist gelb gesperrt, Crow ist rot gesperrt, Ben Mohamed ist verletzt und Ryan ist halt Ryan. Der darf heute daheim bleiben. So, jetzt aber, oder? Oder? Alter, schwieriger Weg zur Meisterschaft, echt, ey. Mann, ey. Letztes Spiel will man spielen, dann kommen da gelb gesperrt, rot gesperrt, alles dabei. Naja, wenigstens sind dann Anfang der Saison wieder voll am Start. Ja, heute mit Werner, Simon, Garcia, Krivi, Bellu, Hankook, Young, Langtree, Royal, Kavanagh, Matthews, O'Donnell. So schaut's aus. Und wir machen weiter. Letztes Spiel der Saison. Und ja, wir dürfen uns freuen auf eine Meisterschaft. Und die Pokalübergabe endlich gibt es den, oder die Meisterschale eigentlich nicht sein muss, leer. Timo Werner hier im Fokus. Der Junge hat auf jeden Fall gezeigt, warum er geil ist. Ja, dann genießen wir jetzt die letzte Fahrt hier in der zweiten Bundesliga gegen RB Leipzig. Wir spielen gegen die Leipziger. In der zweiten Bundesliga eigentlich. Gegen RB Leipzig. Demme, Hose, Schürte, Ball. Kommt auf Komba. Der Komba spielt außen. Komba auf Kaiser. Jetzt müssen wir aufpassen. Oh, schön gemacht hier von Kavanagh, der mal wieder zeigt, warum er dabei ist. Aber kriegt den Ball hier nicht mehr ganz. Ball im Aus. Einwurf für RB Leipzig. Rasenballsport Leipzig. Und der Junge spielt hier jetzt erstmal auf den Kaiser, der junge Kaiser. Boah, schön, Kavanagh aufgepasst. Aber Jung richtig stark. Boah, richtig stark sogar. Richtig stark. So, jetzt muss man aufpassen. Demme mit dem Schuss, aber da kommt auch dann locker dran. Jetzt spielen wir Ball auf Timo Werner. Und Khedira bei den anderen ausgewählt. Ach, da hätte ich halt nicht stoppen sollen. Hat Khedira sogar aufgepasst. Der junge Khedira. Oh, Timo Werner. Jung hat aufgepasst. Ja, da ist Timo Werner manchmal auch ein bisschen überfordert. RB Leipzig hat jetzt keine schlechten Spieler. Boah, creepy. Und jetzt kommt der Fanschuss. Und. Boah, wie knapp. Ole, ole. Ole, ola. Die UCDler sind wieder da. Ole, ole. Ole, ola. Mit ihrem Trainerstar Taika. Ja, so kann es laufen. Oh, was für ein Kampf hier für Creevy. Und von Creevy für die Mannschaft von UCD. Jetzt haben wir hier Garcia, der jetzt erstmal versucht, sich außen durchzudrücken und schafft es auch. Ah, da kommt halt die Grätsche. Da hat Garcia halt probiert, die Flanke noch reinzubringen nach der Grätsche. Fair, nicht in die Grätsche reingelaufen. Nein, er hat es halt probiert. Und jetzt Kopfball, aber Bellot. Bellot hält den Ball da auf. Schöner Kopfball übrigens von Creevy, aber ich halt nicht drin, das Ding. Oh, da steht halt keiner von meinen Jungs. Aber die Grätsche. Wird zum Foul gepfiffen. Mann, das war das astreine Grätsche und dann sowas. Die Schiris heutzutage, ernsthaft. Ach, so, mal wieder die Stimme ölen. Ole, 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 ola, UCD ist wieder da, ole, 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 ola,
mit ihrem Trainerstar. Boah, Creevy wird hier gefoult. Kriegt auch den Ball irgendwie noch zu Simon. Das Foul zählt aber noch. Ja, die RB Leipziger, wie es halt. Auf die Knoche. Nee, das ist echt, guck das an. Einfach nur Grätsche, nicht mal an den Ball kommen können, ey. So kann das halt laufen, aber nicht gegen mich, Jungs. Ihr kriegt noch eins eingeschenkt, ich sag's euch. Aber nicht so Creevy. Naja, okay, und nicht so Gretchen, Jungs. Das ist auch blöd. Kedira jetzt hier auf Rebic. Rebic immer noch am Ball. Aber Lenkry passt auf. Einwurf für RB Leipzig. Ole, 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 ole. Mach mal den Kopfball. Alles klar. Oh, ja. Schön hier von Creevy den Ball geholt. Da haben die ja, RB Leipzig-Jungs nicht aufgepasst. Und jetzt Werner hier am Ball. Da drücken wir uns doch mal jetzt durch. Und der Ball war halt so schlecht gespielt, dass RB Leipzig gar kein Problem hat, den zu verteidigen. An Kukyang. Ah, schade, Werner schon gelaufen, aber da kommt der Pass halt so schlecht. Oh, Garcia jetzt außen. Ach, schade, da habe ich schon gedacht, ich bin durch, aber nein. Ich lege den zu weit nach hinten. So, Simon, oh, gegen den Kaiser, das schafft er aber nicht. Schöne Grätsche. Ja, da muss man viel resoluter dazwischen gehen. So frei darf man natürlich niemanden ziehen lassen. Eieiei, das sind schlechte Pässe da vorne drin. Ja, schön, schön, Kavanagh. Der Kavanagh passt halt auf. Mein Abwehr-Superstar. So, Garcia, lauf mal. Das sieht gut aus. Ah, schade. Schade, schade. Ach, schade, der Pass war jetzt auch eher suboptimal. Oh, da kriegt er einen Pass zum Kaiser. Oh, und der Ball geht auch noch durch auf Dämme. Dämme, Dämme, Dämme. Die verstehen sich blind. Da brechen ja alle Dämme. Boah, schöne Grätsche. Sorry, da war jetzt irgendwie ein Leck gerade. Aber schöne Grätsche. Vielleicht war hier der Spielaufbau einfach ein Tick zu berechtigen. Raus damit irgendwie. So, boah, was denn das? Boah, Han Kuk-yang richtig stark. Kann sich auch nicht durchsetzen. Kompa jetzt am Ball. Jetzt kommt der Ball vor auf Dämme. Ah, Gott, und der kommt echt hier durch. Jetzt holt der Halder mal den Ball da ab. Na, jetzt spielt er da ganz hinten rum, oder was? Will er mich verarschen? Hab ich ja nur Ausdauer. Oh, nee, was denn das? Der Ball gehört mir, komm. Ach, spiel doch, ich hab doch schon gedrückt. Das kam nicht an. Oh. Ja, gut, das war schön. Und das war auch gut, aber nicht gut genug. Und das ist super, das ist geil von RB Leipzig. Aber Kavanagh, wieder mal Kavanagh. Was der Junge nicht alles leistet. Boah, geiler Pass auf Timo Werner, aber der ist zu spitz, der ist zu spitz. Ole, ola, ole, ola. UCD ist wieder da. Ole, 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 ola. Mit ihrem Trainer Star Stiker. So, Jungs, Kimmich. Boah, die haben echt den Kimmich geholt. Mann, 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 ey. Was für eine Mannschaft haben die denn da bitte? Das ist ja echt krass. Kompa, Kimmich, Dämme. Mann, das lässt der Schiri weiterspielen. Das war doch. Oh, ich hab gedacht, pfeift ab. Jung. Jung immer noch am Ball. Oh, jetzt aber raus damit, Jungs. Also, RB Leipzig. Stark. Stark, stark, stark. Ich habe kaum Torchancen da vorne. Das ist selten der Fall. Ja, Robbie Creevy. Da muss ich dann wieder wechseln wahrscheinlich. Wir haben es ja erlebt, was passieren kann, wenn so ein Crow eingewechselt wird. Oh Mann, ey. Das geht ihm immer, also das wird ihm jetzt erstmal nachhängen fürs nächste Jahr. Echt mal. Wird eingewechselt und holt sich erstmal zwei Gelbe ab. Boah, schön von Garcia. Ach, schade. Da habe ich gedacht, ich kann jetzt durchlaufen. Aber nein. Der Garcia, komm schon. Oh, schön mit im Verbund mit Werner hier schön den Ball geholt. Garcia schön am Ball. Ah, schade, hat er sich schön durchgedrückt und dann kommt der Ball aber nicht an. Und da kommt er halt noch an den Ball hier, der Rebic. 0-0, das
Halbzeit. Oh Mann, ey. Schweres Stück Arbeit hier. Schweres Stück Arbeit, aber Creedy wird jetzt gleich mal ausgewechselt. Da bringen wir Douglas. Joa, das passt erstmal sonst. Und Selke hat sich irgendwie erholt. Ach, Jung. Ach, Mann, ey. Komm, Werner, du musst jetzt wiederholen. Für diesen kleinen Trickeinlage, da musst du jetzt aber mal kämpfen. Oh, lolo. Nach hinten. Und raus damit. Egal wie. Weg damit. Ach, Simon, vergiss doch den Ball nicht. Da. Hankook Young. Oh, das wird schon wieder als Foul gewertet, oder was? Oh, schön von. Und Werner läuft. Ach, schade. So, her mit dem Ball. Oh, Belu mit dem schönen Schuh. Und Simon. Oh, schade. Jetzt zieht er halt mal ab. Simon erobert den Ball auch wieder zurück. Viel Spielanteile jetzt hier bei meiner Seite. Oh, schade, Kimmich hat aufgepasst. Und Doppelwechsel hier bei RB Leipzig. Belu zurück auf Hankook Young. Ah, schade, da hätte ich rüberlegen sollen. Ah, schön gesehen, dass er sich den Ball so weit vorlegt. So, und jetzt der Ball auf Langtree. Und oh, knappes Ding, aber nicht drin. Schade, Hankook Young. Schöner Schuss, da haben wir mal aus der zweiten Reihe mal was versucht. Manchmal funktioniert es ja, hat man vorhin gesehen bei, ja, im letzten, vor zwei Spielen war es, glaube ich, ja, bei Selke, dass der halt auch mal abziehen kann. Und Belu, oh, nicht so ab. Lassen Paulsen. Paulsen jetzt hier auf Kaiser. Oh, die Kretsche war schlecht. Oh, den muss jetzt aber hier O'Donnell haben. Und jetzt direkt auf Werner raus. Ah, auf Douglas. Okay. Ach, Werner steht noch weiter vorne. So, Simon, lauf. Lauf, Simon. Dann halt Garcia. Und das Foul. Gelbe Karte. Sehr schön. Der Schiedsrichter zögert überhaupt nicht. Gelbe Karte. Kalmar. Hat er gut aufgepasst. Ah, oh, schön von Douglas ist noch gerettet, die Situation. Dann nehmen wir jetzt mal den Matthews mit. Oh, schade. Schön rausgespielt, aber da kommt der Ball halt nicht an. Raus auf Matthews. Matthews spielt nach hinten zu Hankook Young. Und dann so ein schlechter Pass. Das sah eigentlich gut aus, wie sie da das Spiel aufzuziehen versuchen. Aber der Gegner, er hat gut aufgepasst. Oh Mann. Oh, Simon. Schade, Mann. Der hätte ich vielleicht abziehen sollen. Aber man weiß ja nie, was um Simon, ob der abziehen kann oder nicht. Wir wechseln dann auch bald. Immobil kommt für Khedira. Der kleine Khedira natürlich. Oh, schön von Simon. Jetzt kommt, muss der Pass kommen. Der muss jetzt kommen. Oh, was? Unglaublich. Oh, legt er sich wieder zu weit vor? Nee, tut er nicht. Diesmal nicht. Hat er aufgepasst. Aber Boyle mit der Grätsche. Muss halt. Ja, und er geht gleich wieder drauf. Ball jetzt auf Rebic. Rebic versucht jetzt mir hier auszutanzen. Werner, passt auf, jetzt machen wir auch die Wechsel noch. Die letzten. Ja, Burke darf mal spielen. Hankook Young kommt raus. Coin darf spielen auf der Position. Dann machen wir mal hier weiter. Doppelwechsel. Mal ein bisschen andere Formation wieder auf Tischen. Oh, Mobil.
Teigl, aber da kommt er nicht durch. Langtry passt auf, schöne Grätsche. Fair getrennt vom Ball. Oh, da war schön gespielt, das muss ich aufpassen. Oh, da steht Burke halt ganz alleine auf weiter Flur. Es muss nur noch hier der Junge abgehen. Schön Garcia jetzt durch. Oh, Pfosten! Oh Gott, das gibt's nicht. Jetzt habe ich doch ein paar hundertprozentige gehabt. Ah, der Ball kommt da nirgends an, außer bei Teigl. Kalma. Oh, schade, da habe ich leider einen Ball nicht. Boah. Oh, komm schon, Garcia. Schade. Ach, Mann, ey, das gibt's nicht. Boah, da kommt der Torhüter halt noch dran. Knappes Ding, also da wir sind gerade echt gute Chancen dabei und dann kommt sowas bei raus. Das war spannend und da war der Verteidiger gefragt. Löst das gut. Gutes, ah, schade. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Was mache ich denn schon wieder? Oh, nee, oder? Abseits. Puh. Aber doch nicht. Sah aus wie Abseits. Ja, 89. und kein Tor, obwohl wir so viele schöne Chancen hatten. Oh, der kommt halt nicht gut. Oh, schade. Ja, jetzt auf den Tormann kommen. Ach, den musst du haben, Jung. Den musst du haben. Teigl jetzt. Und Einwurf für RB Leipzig. Oh, ich möchte vorne. Hier, lass mich mal drauf auf den. 5 Minuten, ey. Der Ball kommt gut. Der Ball kommt sehr gut. Sehr gute Flanke. Oh, was ist denn das? Was sind das, Jungs? Auch noch Eckball. Ernsthaft. 0-0, immer noch. Ole, 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 ola. Die UCDler sind alle da. Oh, das hat keiner, aber ja, 0-0 gegen der RB Leipzig. Und das dürfte auf jeden Fall die Meisterschaft sein. Das schauen wir uns auch an, weil die erste Meisterschaft in der zweiten Bundesliga für UCD AFC. Unglaublich. Da freuen sich alle. Und es war einfach auch eine grandiose Saison, muss ich sagen. Alles lief perfekt in der Meisterschaft. Nicht alles natürlich, wir haben ein paar Spiele verloren zwischendurch, aber wir haben so ziemlich alles gewonnen, was wir zu gewinnen hatten. Und UCD AFC darf sich jetzt freuen. Endlich, endlich, endlich. Konfetti fliegt runter. Ich bin so stolz auf meine Mannschaft. Auch Selke darf mitfeiern. Der hat natürlich heute auf der Bank verbracht, weil es nicht so ganz so gut ging. Ich hätte dann gesagt, okay, wenn es schlecht läuft, wir hinten liegen, bringe ich ihn nochmal. So war es nicht nötig. Da ist auch die schöne Schale und jetzt wird es übergeben. Und das Ding wird in die Höhe gereckt. Ach, herrlich, 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 herrlich. Da kann man sich einfach nur freuen, oder? UCD Dublin. UCD AFC hier mit dem Sieg. Einfach zum Genießen. Unglaublich schön. Ich bin stolz. Ich bin stolz. Im Stadium auf Taika. Gruppenfoto. Mach die Gruppe Foto. Aber schnell hier. Zweite Bundesliga, Meister, UCD, AFC. Wir haben es geschafft. Unglaublich schön, unglaublich toll.
Gratulation an meine Mannschaft. Auch wenn das letzte Spiel jetzt kein überragendes war. Ballbesitz ziemlich ausgeglichen, Zweikämpfe sogar, ja, sogar weniger Ballbesitz, ja. Und Zweikämpfe mehr, Schüsse aufs Tor 4-0, also da, ja, sind wir auf jeden Fall gut dabei. Fouls, eins weniger, sogar Ecken 1-1. Ja, kein Schuss aufs Tor zugelassen, aber dafür hat auch keins geschossen, leider vorne drin. Hinten safe gestanden. Unglaublich gut. Turnierpreisgeld, boah, 50.000. Oh, echt? 50.000 für die Meisterschaft, ey. Krass. Sperre abgelaufen. Spieler ist auskuriert. Davy Selke, das wird auf jeden Fall nochmal ein Highlight jetzt. Dann demnächst hier mit meiner Mannschaft. Unglaublich. Unglaublich. Oh, was kommt da noch alles reingeflogen? Morales. Alfredo Morales löschen. Johannes Geis. Ja, natürlich, das ist halt schon einer. Den wünscht man sich eigentlich bei Mainz 05 derzeitig, hier in dieser Saison noch. Mitchell Weiser, was ist mit dem Jungen? Ja, den könnte man sich auch vorstellen als RM. Vielleicht auch zum ZM umwandeln. Philipp Hofmann, was formschlecht. Ja, kann man sich aber mal überlegen. So ein Hofmann da vorne drin ist auch nicht verkehrt. Ole, Christian, wer auch immer. Boah, aber nicht so schlecht, ne? Mal auf die Wunschliste setzen. Mal hier rauskillen. Marius Lundemo. Lundemo. Nee, den gar nicht. Pressekonferenz hier. Ja, da werden halt mal die Jungs gelobt, weil sie es echt weit geschafft haben. Das brauchen wir uns gar nicht angucken. Ich will eigentlich sehen, ob die Jungs jetzt einen Vertrag nehmen. Miracoli. Da hat man es doch schon mal drüber. Oh, nee, der wird gestrichen. Boah, nee. Boskulu. Zemelo. Zemelo. Nee, der wird auch rausgekillt. Gott, was sind das für Dinger hier? Moritz Leitner. Ei, ei, ei. Jo, das sieht doch nicht schlecht aus. Das gehört eigentlich zum BVB, aber derzeit über Stuttgart unterwegs. Aridane. Aridane. Was ist denn der? Ei, Stärke. Ei, ei, ei. Ja, wenn wir keine Kohle haben, nehmen wir dann. So, Sebastian Rode, der kostet natürlich Unmengen. 7 Millionen. Wäre schon geil, aber mein Gott. Fände ich super, ist halt sau, super teuer. Pierre-Michel Lossocka. 8 Mille. Ja, natürlich als Stürmer nicht schlecht. Seferovic. Was hat denn der Jung? Boah, dann könnte man mal auch überlegen. Und aktuelles aus Italien, Carlos Embola. So, ich bin einsatzbereit. Ja, Selke, du bist auch eingesetzt. Das ist mal Fakt. Ja, da müssen wir halt jetzt mal... Ich hätte Bock auf Belkin. Ja. Ja, ich weiß, Helge, du willst spielen, du darfst auch spielen. Eieiei. Was ist denn eigentlich mit meinen Transfers jetzt? Die warten halt alle. Ist halt unschön, aber so ist das halt. Ja, dann machen wir mal die Aufstellung, ha? Fürs Pokalfinale. Selke in Topform. Garcia darf spielen. Da kommt jetzt Benson wieder rein. Oh, ist der echt noch gelb? Der ist im Pokal auch noch gelb gesperrt. Ernsthaft? Dann darf Burke spielen. Ankuk Young spielt, Creevy spielt. Der ist gelb gesperrt. Ernsthaft, ey, das gibt's doch nicht. So, hier darf Douglas wieder ran. Kavanagh und Boyle. Ja, lassen wir es so stehen. O'Donnell spielt. Creevy hier. Ja, das ist super so. Simon darf mit. Wir nehmen noch Crow mit. Belou. Ja, darf auch mit. Ryan. Ja, falls ich. Ja, dafür lassen wir Matthews diesmal daheim. Falls ich doch mal ein ZDM austauschen muss. Ja, Meisterschaft gelungen. Gucken wir mal ganz kurz die Statistiken an. Saison. Teamstatistik. Was gibt's denn da schon? Oh.
Spielerstatistik. Ah, da wollte ich auch reinschauen, ja. So. Zweite Bundesliga, 21 Tore. Unser Timo Werner, Torschützenkönig. Selke ist auf Platz 7 und danach kommt lange, glaube ich, nichts. Ja, da kommt gar nichts mehr. Deutscher Pokal, Werner im Moment mit 3 Toren auch auf Platz 1 sozusagen, hat wahrscheinlich weniger Sitz. Da haben wir noch Selke drin. Und das war's eigentlich schon. Sonst hat, glaube ich, jeder nur einmal getroffen. Ja. So, gucken wir mal noch unsere anderen Statistiken an. Torvorlagen. Belou mit 7. Ist er echt so gut im Torvorlegen? Krass. Burke mit 5. Dann haben wir Crow mit 5. Dann haben wir... Ja. Das war's eigentlich schon. Da ist Belou halt auf Platz 3 gelandet in den Torvorlagen. Ohne Gegentor. O'Donnell mit 13 Toren und Corbett mit 9. Das ist halt schon krass, ne? Das sind meine einzigsten Torhüter, aber die sind beide weit oben. Gelbe Karten, da bin ich nicht mal vorne mit dabei. Das ist ja sehr schön. Da bin ich, tauche ich auch nirgends auf. Sehr fair gespielt. Gott, da müssen wir jetzt auch mal gucken. Rote Karten. Wir haben fair gespielt die Saison, muss man ja schon sagen. Ich schaue zum deutschen Pokal aus. Ja, Torjäger haben wir ja schon. Da können wir jetzt mit Werner noch ein bisschen aufholen. Torvorlagen. Roberto Firmino hier unterwegs. Da sind meine Mulhall und Creevy halt unterwegs hier im Pokal. Ohne Gegentor ist im Moment O'Donnell. Kann nur Baumann natürlich. Ja, schauen wir mal. Wenn wir es gewinnen, ist es auf jeden Fall cool. UCD, AFC, Zweiter hier, gelbe Karten, Benson. Ja, der Junge hat ein bisschen viel kassiert. Rote Karten. Keine, sehr schön. Also das schaut auch ganz cool aus von der Statistik. Tabellen gucken wir uns auch mal ganz kurz an. Da sind wir auf jeden Fall im Finale. Aufstiegsspiele, oh, was? Nürnberg gegen VfB Stuttgart. Oh, da bin ich mal gespannt, wer sich da durchsetzt. 80 Punkte, wir haben 34 Spiele, 24 Siege, 8 Unentschieden, 2 Niederlagen, Tore 63, Gegentore 13, 50 Tordifferenz, das ist halt schon heftig. Wenn wir verloren haben, dann nur knapp, ja. Aber krass, dass der VfB in der Relegationsspiel ist, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie es dann weitergeht. Das war's jetzt erstmal mit dem letzten Saisonspiel. Wir sind Meister mit UCD AFC, ole ole, ole ola. Der UCD AFC ist wieder da. Ole ole, ole ola. Mit seinem Trainerstar Tiger. Ja, bis dann auf jeden Fall. Ich freue mich über jeden Like. Lasst einen Kommentar da, ob ihr FIFA 16 sehen wollt oder FIFA 15. Ich bin noch überlegen, je nachdem, was da rauskommt, was wir dann machen. Ich würde es gerne weiterführen, aber da entscheidet ihr natürlich drüber. Wenn es FIFA 16 wird, werde ich versuchen, die UCDler so in der ersten Bundesliga spielen zu lassen. Wie es derzeitig eben ausschaut. Werde auch versuchen, die Liga so hinzudeichseln, dass es dann wie in der Saison ist, wie wir es gerade haben. Wenn wir FIFA 15 weitermachen, dann können wir einfach hier weiterspielen. Wäre natürlich cool, wenn man so einen Übertrag machen könnte, aber das geht ja leider nicht. Von daher schauen wir einfach mal. Aufstellungen lasse ich dann aber natürlich so, wie sie dann die Transfers auch passiert sind in FIFA 16. Von daher schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Ich freue mich über jeden Like und jedes Kommentar, das ihr hier da lassen werdet. Von daher bis denne. Euer Taika H.